Schönen guten Abend zum Stammtisch München. Heute der Mai-Stammtisch mit wieder einem sehr interessanten Gast. Vorerst aber meine Standardfrage: Wer ist heute zum ersten Mal hier beim Stammtisch München? Herzlich willkommen. Es ist mir eine große Freude, nachdem ich schon zweimal hier am Stammtisch strahlend von diesem Buch erzählt habe. Das Kapitalismus-Komplott, was letztes Jahr im Juli rausgekommen ist, ja, und wirklich zum Basiswissen zählen sollte für jeden, der hierher kommt. Endlich den Autor davon hier zu begrüßen, Oliver Janich, Journalist, aber darüber hinaus auch ist er Parteivorsitzender geworden, mehr oder weniger durch einen Zufall. Notgedrungen. Vielleicht erzählst du es dann selber, wie das zustande gekommen ist. Und damit freue ich mich jetzt auf Oliver Janich. Herzlich willkommen und überreiche dir den Ton. Danke. Lieber erstmal nachklatschen, nachdem ich geredet habe. Vorher wissen Sie ja nicht, was ich erzähle. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind, trotz des schönen Wetters draußen. Normalerweise sollte man einen Vortrag mit einem guten Witz beginnen, ja, um die Stimmung aufzulockern. Das birgt aber ein Risiko: Wenn der Witz nicht gut ist, dann geht er in die Hose. Deswegen habe ich mir gedacht, ich erzähle den Witz von jemand anderem, weil dann ist er dann schuld. Und zwar stammt der Witz von Barack Obama, Sie wissen schon, der in Kenia geborene US-Präsident. Und der Witz hat nur einen Satz: Wir haben Osama bin Laden erschossen. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen das glauben. Handzeichen. Wie viele glauben das? Okay. Dann muss ich Sie nicht mehr überzeugen. Ich habe auf Kopf Online einen Artikel dazu geschrieben, der ist gerade eben erschienen. Bevor ich hergefahren bin, habe ich ihn nochmal abgerufen. Es sind auch gleich die Zugriffszeiten auf meiner Seite nach oben geschossen. Man muss dann wohl nicht so viel dazu sagen, aber letztendlich lässt sich alles auf eine Tatsache reduzieren: Wo ist die Leiche? Ja? Also wenn ich jemanden erschieße und ich will der Welt beweisen, dass ich ihn erschossen habe, dann versenke ich natürlich die Leiche nicht im Meer. Darauf lässt sich letztendlich alles reduzieren. Man kann daran ganz gut die Technik der Propagandisten erkennen, darum geht es jetzt nicht hauptsächlich in meinem Vortrag, aber grundsätzlich, sie sind ja alle schon ein bisschen befreit von der Propaganda, ja. Aber sie wirkt noch. Und wie funktioniert das, wenn ich eine Tatsache darstelle, die nicht zu widerlegen ist? Also ich habe in meinem Buch wissenschaftliche Kriterien dafür entwickelt, wie ich Thesen testen kann. Und der wichtigste Punkt ist, eine Theorie, die ich aufstelle, muss auch widerlegbar sein, sonst ist sie wertlos. Und in diesem Fall mit der angeblichen Tötung von Osama bin Laden, wenn ich die Leiche beiseite schaffe, kann ich nie widerlegt werden. Das heißt, die Theorie, die offizielle Theorie, dass es Osama bin Laden war, ist vollkommen wertlos. Selbst wenn die uns noch Fotos zeigen würden, die trauen sich ja noch nicht mal Fotos zu zeigen, ja, mit der vollkommen irrwitzigen Begründung, wir wollen die Gefühle nicht verletzen der Leute. Ja. Also es verletzt wahrscheinlich die Gefühle der Muslime nicht, dass sie in den Kopf geschossen haben. Ja. Aber das Foto würde die Gefühle der Leute verletzen. Die nächste Begründung war dann, gestern in der Bild-Zeitung zeigen die alle anderen Erschossenen. Das verletzt die Gefühle von niemandem. Oder die andere Begründung war, das wäre zu grausam, das anzusehen. Da muss man dazu sagen, dass die ja gesagt haben, man hätte den locker erkannt, man braucht noch nicht mal eine DNA-Probe. Also wenn ich ihn locker erkenne, dann kann er so zerfetzt nicht gewesen sein. Ja? Also es läuft darauf hin. Ach so, dann haben sie doch auch noch erzählt, dass sie ihn nach islamischer Sitte begraben haben. Ich war gerade noch beim Friseur erkundigt. Es ist offensichtlich ein Moslem, oder er hat es mir gleich gesagt, weil ich gesagt habe, ich halte jetzt gleich einen Vortrag und ja, ich bin Moslem. Sag ich, und gibt es ein Seebegräbnis nach islamischer Sitte? Gibt es natürlich nicht. Ja. Kann man auch auf Wikipedia nachlesen. Nächste Begründung war, damit es keine Pilgerfahrten zu dem Grab gibt. Ja. Also erstens mal muss ich den Leuten ja nicht sagen, wo ich ihn vergrabe. Ja. Und zweitens, wenn die ganze Welt wissen will, ob der Mann, also egal, ob das Leute sind, die an das 11. September-Märchen glauben oder nicht, jeder will doch wissen, ob dieser Mann tot ist. Und wenn ich dann alle Beweise vernichte, ist doch völlig logisch, dass ich etwas zu verbergen habe. Ja? Das ist auch bei diesen ganzen anderen Fällen, zum Beispiel bei den RAF-Morden, da gibt es ja den Fall Buback, ja, wo der
wo der Sohn inzwischen selber ermittelt, ja, ein Buch geschrieben hat, ein Professor, der festgestellt hat, dass immer die entscheidenden Akten verschwinden oder nicht rausgegeben werden. Das ist ein grundsätzlicher Gedankengang, dass wenn der Staat Akten geheim hält, dann hat er was zu verbergen. Das ist doch logisch. Ja. Präsident Kennedy ist vor über 40 Jahren erschossen worden. Die Akten hätten längst rausgegeben werden müssen und sie geben die Akten einfach nicht raus. Ja, warum denn? Nationale Sicherheit? Also wenn die Aktenlage, also das Wissen darum, wer den Präsidenten erschossen hat, die nationale Sicherheit gefährdet, ja, was könnte denn da dahinter stecken? Also es ist das Maß an Verarschung, das wir uns anhören müssen, wird immer größer. Es geht aber eigentlich in meinem Vortrag nicht darum, also eigentlich rede ich sogar ungern über den 11. September und so weiter. Was daran liegt, dass ich eben auch der Vorsitzende der Partei der Vernunft bin und wir tatsächlich, und ich werde nachher so ein bisschen, es geht nicht um unser Programm, aber ich werde meine Denkweise vorstellen und da werden Sie auch kennenlernen, was die Partei der Vernunft eigentlich will. Und es ist tatsächlich so, dass Leute die Ausrede benutzen, uns nicht beizutreten, weil ich die Frechheit besessen habe, über den 11. September zu schreiben. Ja? Also wir haben, Sie werden das sehen, wir sind eine sogenannte libertäre Partei und es gibt sehr viele libertäre Leute in Deutschland, also nicht sehr viele, viel zu wenige, aber es gibt sie. Jedenfalls treffen die sich regelmäßig und auf diesen Treffen ist dann immer das Thema, ja, eigentlich wäre die Partei gut. Und zuletzt eine Libertäre aus Hamburg hat mir dann gesagt, ja, aber wir können da trotzdem nicht beitreten wegen dem 11. September. Sag ich, wieso? Was war da am 11. September? So können Sie da nicht beitreten? Ja, weil Sie doch das geschrieben haben. Sag ich, ja, was habe ich geschrieben? Also was habe ich, viele werden es kennen, ich habe in Focus Money 2 Artikel über den 11. September geschrieben. Ich habe da keine Verschwörungstheorie aufgestellt, sondern einfach einige von Tausenden von Experten zitiert, die alle sagen, es kann nicht so gewesen sein. Ja? Darunter Bauingenieure, Statiker, Architekten, Hochschulprofessoren, Physikprofessoren. Man braucht allerdings keinen Professorentitel, um das zu widerlegen. Es reicht die Kenntnis der Newtonschen Gesetze. Masse geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Das heißt, ein Gebäude fällt nie von oben nach unten zusammen, sondern da, wo die erste Beschädigung auftritt, auf die Seite fällt es. Das kann ein Kind nachvollziehen, das mit Bauklötzen spielt. Das kann man, wie alt ist man da? 3 Jahre. Ja? Und uns erzählen sie dieses Märchen. Wenn ich aber hingehe und ein paar Experten dazu zitiere, dann verwenden das Leute als Ausrede, ja, der Partei kann ich nicht beitreten. Ja? Weil ich darauf bestehe, dass die Naturgesetze am 11. September Bestand hatten. Also, so, und deswegen sind wir eigentlich vorsichtig damit, aber der Vortrag wird ja leider aufgezeichnet. Ja? Jetzt ist es schon wieder raus, dass ich nicht glaube, dass es Osama Bin Laden war. Ja? Also das wird auch gegen uns verwendet. Also ein anderes Beispiel ist vielleicht, auch auf der, bevor ich hierher gekommen bin, man sieht ja auf den Webseiten immer, wer auf uns verlinkt. Und da gibt es eine Webseite, die heißt guterrat.de. Also ich will keine Werbung machen, aber da hat einer reingestellt, würdet ihr die Partei der Vernunft wählen? Und tatsächlich, da liegen wir bei einem Wahlergebnis, das ich auch für 2013 erwarte. Wir liegen dort bei 75%. Und das ist aber nicht von uns gestartet. Ja? Also es hat dann irgendeiner hat es entdeckt von uns und hat mal einen Kommentar abgegeben. Ja? Es ist aber trotzdem natürlich nie repräsentativ, weil man ja nicht weiß, wer auf die Webseite geht. Aber das einzige Gegenargument, das in der Diskussion kommt, also Sachargument kam eigentlich gar keins. Ach ja, es kam, ein Argument kommt immer, es wird nachher auch kommen. Das ist ja neoliberal, also wir sind nicht neoliberal. Das Argument war dann, er hätte einen Vortrag mit mir gesehen und dann behauptet er doch glatt, ja, der Mensch wird das Klima nicht erwärmen. Woher weiß er das, der Scharlatan? Ja? Das kommt daher, genau dasselbe, was ich jetzt mache. Ich rede natürlich vor verschiedenen Publikum. Ja? Sie alle wissen schon, dass der 11. September nicht so gewesen sein kann. Aber wenn einer das Video dann sieht er bloß einen da vorne, der sagt, naja, wir wissen eh alle, das ist Quatsch. Natürlich kann ich vor Ihnen jetzt nicht eine Stunde lang nochmal erklären, warum das nicht so war, weil Sie wissen es. Aber wenn ein anderer das sieht, kann es sozusagen gegen mich verwendet werden, weil die dann sagen, ja, der bringt ja gar keine Argumente. Ja? In dem Fall hat der wohl einen Vortrag von mir gesehen auf unserem eigenen Parteitag. Da wusste natürlich schon jeder, dass der Mensch das Klima nicht erwärmt. Ja? Dann habe ich nur kurz erwähnt, naja, Sie wissen es ja alle, der Mensch erwärmt das Klima nicht, ja? Außer er dreht die Heizung zu hoch. Ja? Sie wissen es wahrscheinlich auch, muss es irgendjemand erklären, dass der Mensch nichts mit dem Klimawandel zu tun hat? Also 0,038% in der Luft ist überhaupt nur CO2 und der Mensch macht davon 1%. Das ist eine absolut lächerliche These. Das ist auch der Grund, viele fragen uns das auch und wird wahrscheinlich später auch die Frage kommen, warum sind wir nicht im Fernsehen, warum berichtet niemand über uns? Naja, genau deswegen. Ja? Keiner der Klimaskeptiker ist im Fernsehen. Die werden einfach nicht gehört.
Man muss ja nur mal die letzte Diskussion, die ich mir angetan habe bei Anne Will, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich ertrage das gar nicht mehr. Ja? Ich zappe dann immer wild rum und dann kommt aber nirgends was und dann komme ich wieder zurück auf Anne Will und dann, oh Gott, ja, schmeißen sich da gegenseitig irgendwelche Plattitüden an den Kopf, kein einziges Sachargument, nur Behauptungen. So, und bei der letzten, wo ich aus Versehen reingesappt habe, da saßen 6 Leute und haben über den Klimawandel diskutiert. 6 Leute. Und nicht einer davon war ein Klimaskeptiker. Was soll denn das für eine Diskussion sein? Wenn 6 Leute darüber diskutieren, wie schlimm der Klimawandel wirklich ist. Das ist doch keine Diskussion. Es ist die Aufgabe eines jeden Journalisten, beide Seiten zu beleuchten. Ja? Er kann sich dann sogar für eine entscheiden. In Wirklichkeit, also die meisten Journalisten tun ja so, als ob sie neutral sind. In Wirklichkeit gibt es sowas gar nicht. Sondern jemand, der einen Artikel schreibt, hat ein Ziel dahinter, eine These, die will er belegen. Ich habe natürlich bei meinem Artikel über 11. September, da ich schon wusste, dass es Quatsch ist, natürlich diejenigen zitiert, die auch meiner Meinung sind, weil die anderen, die haben wir oft genug gehört. Aber ich muss doch, wenn es um so ein wichtiges Thema geht, angeblich wichtiges Thema geht wie den Klimawandel, da muss ich doch mal einen einladen, der die gegenteilige Meinung hat. Und es gibt genug, es gibt tausende von Wissenschaftlern, die sagen, es ist nicht so, das sind Wissenschaftler, die anderen sind Gaukler, Zauberlehrlinge oder Manipulatoren. Ja? Also man könnte ja mal die Manipulatoren einladen und dazu die Wissenschaftler. Man muss dazu wissen, dass die Klimawissenschaft gab es früher gar nicht, also die gab es schon ganz früher. Man hat die Medizinmänner genannt. Ja? Die dachten, sie können das Wetter beeinflussen. Es ging dann so, die haben einen Regentanz gemacht, also wenn es lange trocken war, haben die einen Regentanz gemacht. Und zwar so lange, bis es angefangen hat zu regnen. Und dann hat der Medizinmann gesagt, schaut hier, ich habe den Regen herbeigezaubert. Genau auf diesem Niveau befinden wir uns. Ja? Als ob der Mensch das Klima beeinflussen könnte. Der Mensch ist eine Ameise auf diesem Planeten. Ja? Ich habe das mal ausgerechnet für mein Buch, die gesamte Menschheit würde 5-mal nach Australien passen. Wenn sie so leben würde wie hier in München, und ich glaube, wir sind uns einig, es lebt sich nicht schlecht hier. Ja? Also wir haben... dieser Überbevölkerungsmythos, der in meinen Vorträgen oft eine große Rolle spielt, da werde ich dazu jetzt nichts sagen, spielt eine wichtige Rolle, wenn man verstehen will, wie diese Machtelite denkt. Ja? Also ich mag den Begriff Machtelite eigentlich nicht, weil früher hieß Elite auch geistige und moralische Elite. Das, was wir da als Elite haben, ist keine moralische Elite. Die moralische Elite im Land sind wir, die wir die Wahrheit suchen und nicht die, die uns die Lügen erzählen. Aber gut. Danke. Ich hatte mir an dieser Stelle Applaus notiert. Ja? Ich bereite meine Vorträge schon vor, aber ich habe kein Skript insofern. Ne? Können Sie auch klatschen, an welcher Stelle Sie wollen. Also, die sogenannte Elite, zu der kommen wir ja gleich, erzählt uns diese Lügen und ist schon deswegen keine Elite. Aber das Wichtige ist, anknüpfend an das Klimathema ist, warum machen die das alles? Deswegen will ich Sie erstmal fragen, was Sie glauben, wohin wir steuern. Kennt jeder diesen Begriff neue Weltordnung? Alle. Wer kennt den nicht? Okay, es kennen alle. Aber selbst wenn noch einer, vielleicht der Kellner, nicht kennt. Also das ist das, was diese Leute anstreben, die sogenannte Machtelite. Und jetzt unabhängig, ob dieser Begriff, ob das jetzt was bedeutet, dass Sie immer genau diesen Begriff verwenden, das ist ja ein ganz allgemeiner Begriff, was glauben Sie oder was bedeutet für Sie diese neue Weltordnung? Was fällt Ihnen da ein, was Sie glauben, was diese neue Weltordnung ist? Bitte. Okay, Moment, ich schreibe es mit. Also Diktatur, ich habe eine schlechte Schrift, deswegen nur die kurzen Wörter. Kontrolle. Versklavung. Ja, schreibe ich jetzt nicht auf. Versklavung. Depopulation. Arroganz. Ja, das ist auch gut. Arroganz. Okay, jetzt habe ich gar keinen Platz mehr. Verblödung. So, ich schreibe jetzt nochmal dieses Chaos hin, wobei, das wollen die ja genau nicht. Ja. Es wird zwar im Chaos enden, aber das ist nicht das, was sie wollen. Schon alles ganz gut. Geschlechterentzweihung. Bitte? Geschlechterentzweihung? Ja. Okay, gut. Gender Mainstreaming meinen Sie wahrscheinlich. Okay, das ist zu kompliziert. Isolation. Okay, also es reicht jetzt schon.
Ein Begriff ist nicht gefallen. Eins auch. Genau, das schreibe ich jetzt nicht hin, aber das ist das, was sie auch gemeint hat. Ja. So, das ist alles richtig. Das ist alles richtig. Der entscheidende Begriff ist die Kontrolle. Und ein Begriff ist jetzt nicht gefallen. Diese neue Weltordnung soll ja eine andere Ordnung sein als die jetzige. Und mit Kontrolle ist natürlich gemeint eine zentrale Kontrolle von einer Stelle. Ja? Also wir sehen das ja mit der, man kann dazu Weltregierung sagen, ja, dann heißt es wieder, eine Verschwörungstheorie, wobei die es inzwischen alle selber sagen, sie können das selber im Spiegelarchiv nachlesen, auch im Fokusarchiv. Ich habe das für mein Buch nachgeschaut. Wenn Sie Weltregierung eingeben, mehrere hundert Artikel, und zwar alle positiv. Wir brauchen eine Weltregierung, wozu? Um das Klima zu retten. Ja? Weil, das gibt es genügend Aussagen, wir müssen, die Demokratie ist nicht in der Lage, das Klima zu retten. Ja, wenn es nicht die Demokratie ist, ist es natürlich hier eine Diktatur. Ja? Weil wir Menschen, wir sind alle zu blöd. Ja? Wir kapieren das nicht, dass wir das Klima aufheizen. Also muss eine Stelle das kontrollieren. Und Angela Merkel ist ja Physikerin. Das bedeutet erstens, sie weiß, dass das Quatsch ist, was sie erzählt. Aber sie benennt wesentlich präziser als die anderen, worum es geht. Sie nennt das Ganze nämlich neue Weltklimaordnung. Genau darum geht es. Das Klima dient dazu, diese neue Weltordnung ins Leben zu rufen. Und dabei geht es darum, also CO2 fällt ja bei jedem Produktionsprozess an und wenn wir alle ausatmen. Also wir produzieren ja ständig CO2, deswegen wollen uns die Leute auch diese Machtelite depopulieren, also ausrotten. Und der Punkt ist, wenn ich das CO2 kontrolliere, kontrolliere ich die Produktion und sämtliche Lebensgewohnheiten, die Sie haben. Weil in jedem Produkt, das Sie kaufen, steckt CO2 drin. Also nicht nur in der Mineralwasserflasche hier. Ja. Das ist übrigens auch eine der Dinge. Der Zusammenhang ist natürlich, wenn schon, dann umgekehrt. Wenn es wärmer wird, und wenn ich eine Mineralwasserflasche erhitze, dann geht das CO2 raus. Und deswegen, wenn sich das Meer erhitzt, kommt der CO2 in die Luft. Ja. Also die verdrehen sehr gerne Ursache und Wirkung. Und früher hat man das alles auch in der Schule gelernt, aber die Schulbücher werden gerade massiv umgeschrieben. Ja? Also früher stand es auch drin, dass nur 0,038% da drin ist. Dann in dem Erdkundeunterricht hat man gelernt, dass es früher viel wärmer war. Es wird jetzt alles bereinigt. Das ist also wirklich wie eine Bücherverbrennung eigentlich, nur dass es nicht offiziell verbrennen. Aber diese Hinweise auf die Wissenschaft wird mehr und mehr getilgt. Aber ich glaube, die Newtonschen Gesetze werden noch gelehrt. Aber natürlich werden die nicht am Beispiel vom 11. September gelehrt. Ja? Weil sonst müsste der Lehrer sagen, da war es anders. Ja? Da haben wahrscheinlich Außerirdische die Newtonschen Gesetze außer Kraft gesetzt. So, das eigentliche Thema ist nämlich ist nicht nur die Kontrolle, sondern die zentrale Kontrolle. Ja? Wenn ich also einen Weltklimarat habe, der in Zukunft darüber entscheidet, wie viel CO2 wir ausstoßen dürfen, Deutschland will ja um 80% reduzieren, das heißt, wir müssen unseren Lebensstandard um 80% reduzieren. Das heißt, die Industrie wird dadurch komplett zerstört, weil sie ja ohne CO2 gar nichts produzieren können. Das ist einer der großen Ziele, die Industrienationen zu zerstören. Natürlich wollen die nur den Wohlstand der allgemeinen Bevölkerung reduzieren, ihren eigenen natürlich nicht. Ja, die meinen sich auch damit nicht. Also die Machtelite wäre ums Klima nicht, sondern wir. Ja, das blöde Volk. Die erdreisten sie ja nicht mal, der Al Gore hat ja, der chattet ja nur mit Privatchat durch die Gegend, sein Haus verbraucht, ich weiß nicht, wer es weiß, 50 mal so viel wie der Durchschnittshaushalt an CO2, ja. Ist auch noch geschenkt, ja. Wenn er wenigstens die Wahrheit sagen würde, soll er das 100-fache verbrauchen, ja. Aber die machen ja immer beides, sie lügen und verhalten sich selber noch nicht mal nach ihren eigenen Lügen, das ist ja das Frappierende, ja. Da kommen wir später auch noch drauf. So, es geht darum, eine zentrale Kontrolle auszuüben. Was ist die Vorstufe zu dieser, das wird auch offen so benannt, das Mustermodell ist die EU für diese Leute, das schreiben die auch in ihren Schriften. Ja. Und das wissen wir alle, wir haben an der EU nichts zu sagen. Ja. Also wir haben die EU-Kommission nicht gewählt. 80% der Gesetze in unserem Land werden von der EU-Kommission gemacht. 80%. Wir haben keine von denen gewählt, wir kennen sie noch nicht mal, ich will die auch gar nicht kennen. Ja. Das hat der Nigel Farage sehr schön gesagt, den wir auch in Berlin getroffen haben, über den Van Rompuyer, wie der heißt. Ja. Ich kenne sie gar nicht, ja. Sie sind nasser Lappen. Ja. Und übrigens, es gibt natürlich ein Problem für die Leute, es gibt ja die Independence Party, ist
war mal, hat ein anderes Programm als wir, aber grundsätzlich Unabhängigkeit und Freiheit, ja, also steht uns näher als fast der ganze Rest. Und die Reden sind wirklich sehr aufschlussreich, die halten im EU-Parlament, da können sie offensichtlich nicht zitieren, aber zensieren, aber die haben nur 1,5 Minuten. Und das heißt, er kann immer nur aufstehen und sagen, das ist Quatsch, was sie erzählen, er kann gar nicht argumentieren. Und in seiner Not war es jetzt zuletzt so, also er hat dann auch gegeißelt die Welt, das Klima, dass das Quatsch ist mit dem Klimawandel, hat er gesagt, wir sind auf dem Weg in die EU, der SSR und so weiter, kann es aber nicht begründen. Und dann wurde er offensichtlich ständig beleidigt, ja, als Faschist und sonst irgendwas, und dann hat er sich erdreistet, oder nicht der Nigel Farage, das war ein anderer, Geoffrey Blum oder so, hat sich dann erdreistet, als der, da gibt es einen Deutschen, wie heißt der, Schulz? Martin Schulz, genau, Martin Schulz. Hat er sich erdreistet, mal dazwischen zu schreien, dass er ein Faschist ist, ja, mit dem, was er da sagt. Ja, da wurde der Geoffrey Blum wurde rausgeschmissen, ja, aus dem Parlament. Das heißt, wenn man den jemals in Mainstream-Medien zeigen wird, dann mit diesem Ausschnitt, ja, das ist der gemeine Mensch, der den armen Herrn Schulz da mit Faschist beschimpft hat. Natürlich ist er ein Faschist, er weiß es wahrscheinlich selber nicht, der Herr Schulz. Ja. Ist vielleicht auch eine interessante Frage, können Sie alle selber mal überlegen, da haben wir jetzt nicht die Zeit, dass ich Ihre Fragen sozusagen entgegennehme. Überlegen Sie mal, was der Unterschied zwischen Faschismus und Kommunismus ist. Ich stelle die Frage, ich habe es neulich meiner Familie, das ist meinem Vater gestellt, ja, und wir haben dann alle gerätselt, ja, was ist denn eigentlich der Unterschied? Ja? Es gibt keinen. Es gibt keinen. Dieses Rechts-Links-Schema dient nur dazu, da uns und mir die Freiheit zu nehmen. Denn wie der Faschismus ausgesehen hat, wissen wir, ja. Der Staat hat alles bestimmt, ja, und hat auch noch bestimmt, dass bestimmte Rassen minderwertiger sind und so weiter. Und der Kommunismus ist genauso. Der sperrt ja auch alle Leute ein. Es ist ja kein Wunder, dass sowohl die Faschisten als auch die Kommunisten Lager hatten, wo sie die Feinde eingesperrt haben. Jeder, der anderer Meinung ist, wird eingesperrt. Und beide Systeme saugen sozusagen die Arbeitskraft ihres Volkes, ja, an sich, und selber bleibt einem nichts mehr übrig. Wir werden nachher dazu kommen, wie viel uns übrig bleibt von dem Geld, das wir eigentlich erwirtschaften oder für uns selbst verdienen. So. Jetzt ist ja die Frage, also wir wissen jetzt, da sind wir uns einig, die neue Weltordnung ist eine zentrale Kontrollinstanz, die Ihnen Ihre freie Entscheidung abnehmen will. Jetzt will ich darüber reden, was eigentlich eine natürliche Ordnung ist. Ja? Also wenn Sie das nachlesen und über die Partei zum Beispiel behauptet, wir wären neoliberal, das sind wir nicht. Ja? Der Neoliberalismus war eine Reaktion darauf, also bis zum 19. Jahrhundert war eigentlich Liberalismus während der Industrialisierung die vorherrschende Idee, nämlich die Menschen können alles selber entscheiden, wir brauchen den Staat nicht. Dann kam, vor allem mit der Gründung der Federal Reserve 1913, hat sich das Spiel umgedreht. Und dann kam eben der Sozialismus auf, und als Reaktion auf den Sozialismus wurde der Neoliberalismus entwickelt. Ein Neoliberalist ist also ein Sozialdemokrat. Also derjenige, der sagt, der Staat muss ordnend eingreifen. Wenn Sie also demnächst eine Diskussion oder selber auch das Wort schon im Munde führen und selber Sozialdemokrat sind, dann meinen Sie sich selber. Ja, Neoliberalismus bedeutet, dass der Staat ordnet. Der Liberalismus oder das, was wir vertreten, die natürliche Ordnung der Dinge, bedeutet, die Menschen entscheiden alles selber. Mit einer Grundregel, und die werde ich später erläutern. Beim Erläutern können Sie dann nochmal klatschen. Und zwar, ich will Sie ein bisschen entführen, ja, und zwar auf eine einsame Insel. Ich habe das in meinem Buch gemacht, aber noch nie in einem Vortrag. Und daran kann man ganz gut erklären, was die natürliche Ordnung der Dinge ist. Also stellen Sie sich vor, wir sind auf einer einsamen Insel. Da wir es uns sowieso nur vorstellen, stellen wir uns natürlich ein Meer dazu vor, ein schönes, und Palmen und Sandstrand. Ja, wir können es uns ja aussuchen. Und da auf dieser einsamen Insel leben jetzt, sagen wir mal, 10 Menschen, um es zu vereinfachen. Und auf dieser Insel gibt es nur eine einzige Regel. Und zwar, eigentlich wäre die Überschrift auch besser für den Vortrag, nicht die Staatsmatrix, sondern ich habe nochmal gegoogelt, welches Gebot das ist. Ja, es ist das 7. Gebot, wer weiß, welches Gebot das ist? Gut, genau, da fiel es schon. Das 7. Gebot heißt, du sollst nicht stehlen. Wir brauchen also noch nicht mal 9 Gebote, ja, es sind viele Unnütze eigentlich dabei. Also da steht ja zum Beispiel, du sollst keine Götter haben neben mir. Ich persönlich denke, wenn einer viele Götter haben will, soll er auch viele Götter haben. Ja, aber jeder kann da glauben, was er will. So, das wichtigste Gebot ist, du sollst nicht stehlen. Das inkludiert, oder die Voraussetzung ist natürlich, dass ich meinen Körper als mein Eigentum betrachte. Also ich tue das. Ja. Das heißt, man darf natürlich auch niemanden töten oder verletzen, weil es ist
weil mein Körper dabei geschädigt wird. Das ist die einzige Regel und es gibt eine Macht, die diese Regel durchsetzt, ja, auf dieser Insel. Jetzt frage ich jetzt schon mal, glauben Sie, dass Sie mit dieser einen Regel zurechtkämen? Oder wer glaubt nicht, dass er mit dieser einzigen Regel zurechtkäme? Also okay, Sie nicht. Wir diskutieren nachher, warum. Ja. Also nachher im Anschluss gibt es ja diese Frage- und Antworten-Runde. So. Der Punkt ist, wenn es einen gibt, der darauf aufpasst, dass man den anderen nichts nimmt, also ich sage das auch immer anders, auf der Webseite ist auch das Zitat, du kannst tun und lassen, was du willst, solange du niemandem schadest, hat mir mein Vater beigebracht. Ja? Und jetzt habe ich eine Partei deswegen gegründet. Ja? Hat wahrscheinlich psychologische Gründe. Und das ist die Grundregel. Ja? Jeder soll noch leben, wie er will. Er soll glauben, woran er will. Er soll machen, was er will. Er soll mit seinem Körper machen, was er will. Kann auch, meiner Meinung nach, zu sich nehmen, was er will, solange er niemand anderem schadet. Was soll es denn sonst auch für eine andere Regel geben? Und welche Auswirkungen hat das? Und jetzt versuche ich, unser Wirtschaftssystem zu erklären, wie eine natürliche Ordnung funktionieren würde. Wir stellen uns jetzt also vor, wir sind auf der einsamen Insel und die Leute ernähren sich von Kokosnüssen. Ja? Das ist erstmal das Einzige. Alle 10 Leute pflücken Kokosnüsse. Jetzt kommt irgendwann mal einer auf die Idee, man könnte auch Fische fangen. Ja? Was passiert jetzt? Dieser eine Fischer bietet auch Fisch an und nicht mehr Kokosnüsse. Dann kommen die Kokosnusshersteller oder die pflücken und sagen, ja, ich will aber auch einen Fisch haben und fangen an, mit dem zu tauschen. Ja? Im Laufe der Zeit entscheiden sich dann die Leute dafür, ob sie lieber Fische fangen oder Kokosnüsse pflücken. So entsteht ein Tauschhandel. Und jetzt kommt etwas, und darum geht es eigentlich in einer natürlichen Wirtschaftsordnung. Jetzt kommt plötzlich einer auf die Idee, ein Netz zu basteln aus Bambusseilen. Und der fängt mit einem Mal, also wo er früher einen Tag gebraucht oder eine Woche gebraucht hat, um die Fische für eine Woche zu sammeln, braucht er jetzt nur noch einen Tag. Der fährt einmal raus, fährt mit dem Fischernetz raus und sammelt die Fische für einen Tag. Und inzwischen, sagen wir mal, gab es 5 Fischer und 5 Kokosnussleute. Das heißt, wir haben jetzt viel mehr Fische. Und was würde jetzt passieren, wenn auf dieser Insel ein Gewerkschafter gelandet wäre? Der würde natürlich sagen, das ist ja unfair, der benutzt ein Fischereinetz und die anderen werden arbeitslos deswegen. Richtig? Das würde ein Gewerkschafter sagen. Das wurde von meinem Verleger rausgestrichen. Ich habe dann gesagt, ich würde diesen Gewerkschafter wie Tubadix, heißt der, glaube ich, bei Asterix, den haben die immer hier gefesselt und irgendwie an den Baum gehängt. Ja? Das wurde mir dann rausgestrichen, damit das nicht so klingt, als würde ich Gewerkschafter aufhängen wollen. Ja? Will ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, die Gewerkschaften wären eine unserer wichtigsten Verbündeten, wenn Sie es verstehen würden. Wir sind dran, wir haben schon zwei in der Partei. Was in Wirklichkeit passiert, ist Folgendes. Der Wohlstand auf dieser Insel ist gestiegen. Warum? Weil jetzt niemand mehr Zeit verbringen muss, damit Fische zu fangen. Sondern der eine versorgt die Leute mit dem Fang von einem Tag und alle können diese Fische essen. Ja? Jetzt könnte man noch theoretisch sagen, ja gut, aber der eine muss jetzt nichts mehr arbeiten. Und genau so ist es auch. Dieser eine, der macht es einmal am Tag und fängt die Fische für alle. Das heißt, und die anderen, die können das dann tauschen gegen ihre Kokosnüsse. Je mehr Fische der fängt, desto weniger Kokosnüsse muss dagegen tauschen. Das heißt, wenn der vorher eine Kokosnuss gegen einen Fisch getauscht hat, tauscht er jetzt eine Kokosnuss gegen 10 Fische. Das heißt, auch der Kokosnusshersteller muss nicht mehr arbeiten. Ja? Aber wir sagen jetzt mal, gut, dieser eine arbeitet nur noch einen Tag, und dann kann er sich auf die faule Haut legen. Das gilt für jeden technischen Fortschritt. Dadurch, dass es technischen Fortschritt gibt, müssten wir alle viel weniger arbeiten. Ich werde nachher vorrechnen, dass wir alle, wenn es das Papiergeldsystem nicht gegeben hätte, das erkläre ich nachher, nur noch 2 Stunden am Tag arbeiten müssten, wo wir heute 40 arbeiten. Das ist der technische Fortschritt. Jetzt gehen wir noch ein Beispiel weiter, um es plastischer zu machen. Dieser Fischer hat Unternehmergeist. Er will sich nicht auf die faule Haut legen. In der Zwischenzeit hat sich so eine Tauschhandel entwickelt. Manche, die bauen ihre Hütten selber, schlagen das Holz und so weiter. Jetzt, weil er so erfindungsreich ist, erfindet er auch noch eine Methode, wie man schneller Holz schlagen kann und solche Hütten bauen kann. Schon wieder ist eine Steigerung für alle Menschen da. Die müssen sich ihre Hütte nicht selber bauen, sondern er baut sie ihnen hin und verteilt die Arbeit. Und zwar verteilt sich, und das ist das Wichtigste zu begreifen, weil wir werden nachher in der Diskussion das sehen, wo kommen die Arbeitsplätze her.
auf dieser Insel, wir sind gestartet mit dieser Kokosnusswirtschaft. Es sind immer noch 10 Leute da, aber es werden wesentlich mehr Fische produziert, es werden mehr Häuser produziert und die Leute müssen weniger arbeiten. Die Wirtschaft ist also gewachsen. Wir haben aber deswegen ja nicht weniger Arbeitskraft, ja? Also weniger Leute. Die Wirtschaft wächst also in Wirklichkeit und es wird immer suggeriert, dass es einen Wachstumszwang in der Marktwirtschaft gibt. Das gibt es überhaupt nicht. Sie wächst einfach, weil ich durch den technischen Fortschritt immer mehr herstellen kann. Es gibt keinen Zwang. Es kann sich auch jeder selber entscheiden, ob er jetzt selber mehr verdienen will oder nicht. Und das ist das, was man begreifen muss, weil man immer glaubt, es gibt da irgendwie ein Arbeitsangebot und es gibt eine feste Anzahl von Menschen und die Arbeit verteilt sich auf diese Anzahl von Menschen. Und je mehr technischen Fortschritt wir haben, desto weniger Leute müssten arbeiten. Wir müssten alle, wie gesagt, 2 Stunden arbeiten. Das ist wichtig, um zu begreifen, was unser Modell ist. So, jetzt waren wir bei dieser einen Regel. In dieser Wirtschaft, die ich jetzt geschildert habe, fällt irgendjemand noch eine Regel ein, die er da haben will? Man darf die Lebensgrundlage nicht zerstören. Sonst endet wie bei Galapagos, da bleiben von der Osterinsel, da bleiben dann die Steine stehen und keine Menschen mehr da. Okay, da sind wir da schon ganz tief in der Diskussion drin, ja. Weil wir da mal auf einsamen Inseln, weil theoretisch könnten wir natürlich alles abholzen, ja. Aber das ist eine wichtige Frage, grundsätzlich zum Umweltschutz. Wie ist die Umwelt am besten geschützt? Oder auch Ressourcenschutz, das ist ja auch wahrscheinlich gemeint. Wie gehe ich mit den Ressourcen verantwortlich um? Das ist ja auch das, was sie uns immer erzählen, dass uns die Ressourcen ausgehen, das ist alles Quatsch. Ja. Das erzählt uns der Club of Rome seit 1970, wir wären alle längst tot nach deren Prognosen. Der Punkt ist, es ist tatsächlich wichtig, die knappsten Ressourcen zu schonen. Aber in einer Marktwirtschaft ist es so, dass die knappsten Ressourcen teurer sind. Weiß jeder. Etwas, was knapper ist, ist teurer. Das heißt, in einer Marktwirtschaft wird automatisch jeder Unternehmer versuchen, so günstig wie möglich zu produzieren, weil er natürlich den Kunden seine Ware so günstig wie möglich anbieten will. Das heißt, automatisch wird ein Gut, das knapp ist und teuer, durch ein weniger knappes ersetzt. Ja, das ist zum Beispiel mit Öl passiert. Ja, wie man dann festgestellt hat, wir können mit Öl Energie erzeugen, hat man das genommen, statt die Methoden, die es vorher gab, was weiß ich, Holz, Dampf oder was weiß ich, was es da gab. Oder zum Beispiel Licht wurde mit Kerzenwachs erzeugt und nicht mit Öllampen. Das heißt, der Preis zeigt uns an, wie knapp das Gut ist. Und automatisch wird das eben durch weniger knappe ersetzt. Dann bin ich, das ist ein Beispiel, das ich oft erzähle, hatte ich heute nicht geplant. Also um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, kann ich immer verschiedene Ressourcen einsetzen. Das Ziel zum Beispiel, wenn ich mich hinsetzen will, ist, dass ich einen Stuhl bauen will. Ich kann diesen Stuhl aber aus Holz, so wie hier, bauen. Ich kann ihn aus Eisen, aus Kupfer, aus Plastik, was gibt es noch? Hanf, hat mir neulich erzählt, aus Hanf kann man auch alles Mögliche bauen. Also ich kann jedes Ziel mit verschiedenen Ressourcen erreichen. Und ich nehme natürlich meistens das Günstigste aus, ich finde das Holz schöner. Ja? Das heißt, die Ressourcen werden automatisch zur Erreichung eines bestimmten Ziels dahin geleitet, wo es am wenigsten knapp ist. Und man kann es auch sehr schön sehen, in den kommunistischen Ländern war ja die Umwelt viel, viel mehr verseucht als bei uns. Ja? Also wer schon mal in Ostdeutschland war, auch jetzt noch zum Teil, haben die mit diesen Umweltschäden zu kämpfen. Weil, wenn allen alles gehört, angeblich, wie im Kommunismus, gehört niemandem in Wirklichkeit was, weil niemand Verantwortung dafür zeigt. Und der entscheidende Begriff, und das komme ich früher drauf, der entscheidende Begriff ist hier Eigentum. Wem nämlich etwas gehört, geht sorgsam damit um. Und jetzt kommen wir auf die einsame Insel zurück. Jetzt nehmen wir mal an, es geht nicht um Fische, weil die sind ja im offenen Meer, sondern um Holz. Wenn der Wald mir gehört, und Sie können das beobachten, jeder private Wald, es gibt keinen, oder wahrscheinlich gibt es einen, wenn irgendeiner ein Idiot ist, ein Feuerteufel, aber die privat besessenen Wälder, die schlagen immer genau so viel Holz raus, wie auch nachwächst. Denn sie leben ja davon. Holz ist die beste Geldanlage übrigens, ja, also neben Gold und Silber im Moment, ist Holz die beste Anlage seit Jahrhunderten. Weil es immer ein nachwachsender Rohstoff ist, sie brauchen nur Land und es wächst immer wieder nach. Und damit wird auch pfleglich umgegangen. Das heißt, wenn auf dieser Insel den Leuten der Wald gehört, dann kann ich ihnen garantieren, dass der erhalten bleibt. Aber wenn der Häuptling sagt, nee, ich bestimme jetzt hier eine Naturschutzzone, wie wir ja auch viele haben, dann ist Schluss mit Wald. Ja? Wir sehen das am Amazonas, am Regenwald. Der ist übrigens gar nicht so abgeholzt, wie immer behauptet wird. Der ist 95% intakt. Aber das gute Leben dort ist, dass der Wald niemandem gehört. Weil wenn der nämlich jemandem gehören würde, und da kommen die Bulldozer, würde er sagen, Moment mal, der gehört mir, der Wald. Aber da der jedem gehört, kommt eben irgendeine Firma, eine Skrupellose, natürlich gibt es die, ja, und holzt den ganzen Wald ab.
Und das ist die entscheidende Frage, wie beschütze ich dieses Recht oder dieses Du sollst nicht stehlen, ja? Das beschütze ich, indem ich das Eigentumsrecht jedes Einzelnen beachte. Das heißt, es ist ihr Eigentumsrecht. Und alles, was in dieses Eigentumsrecht eingreift, beschränkt ihre Handlungsmöglichkeit. Und wir werden auch noch sehen, wozu das dann führt. Weil wir kommen, die wichtige Frage, da kommt, ist ja die soziale Frage dann. Und dazu will ich erst, also die Frage, die kam jetzt noch nicht, wäre aber sehr gekommen, was machen wir mit den Sozialschwachen? Ja? Jetzt erkläre ich Ihnen erstmal, wie viel uns der Staat schon wegnimmt, schon jetzt. Die meisten Leute kennen ja in einen Lohnauszug, ich nicht, ich schaue den nie an, zum Leidwesen meines Vaters kümmere ich mich nie um meine eigenen Finanzen. Aber diejenigen, die es anschauen, die sehen auf ihrem Lohnzettel den Bruttowert ausgewiesen. Ja? Das ist jetzt mal ein Facharbeiter, das ist aber auch in den unteren Lohnstufen ähnlich, werden Sie gleich sehen. Jemand, der ein Brutto von 3.100 Euro bekommt, das sind ältere Zahlen von Günter Ederer, das ist wahrscheinlich jetzt sogar noch mehr, also die Abzüge, kriegt ein Netto nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben von 1.900 Euro. Er hat aber, der Arbeitgeber hat ja auch schon seinen Arbeitgeberanteil draufgezahlt. Das heißt, es sind in dem Fall etwa 800 Euro, das sehen wir nur nicht. Das ist immer witzig, wenn man dann die Diskussion wieder bei der berühmten Anne Will sieht. Die streiten sich dann immer, wer muss denn das zahlen in Zukunft hier beim Krankenkassenbeitrag, der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer? Ja, das zahlt alles der Arbeitgeber. Weil der Arbeitgeber zahlt dann den gesamten Lohn aus. Ob der das jetzt da abführt oder nicht, das ist doch völlig egal. Das sind die Kosten, die der Arbeitgeber hat. Wie das dann funktioniert. Nein, das ist dem Arbeitgeber völlig wurscht. Ja, er muss den gesamten Betrag zahlen. Und letztendlich zahlt es natürlich dann auch der Arbeitnehmer. Weil er bekommt nämlich am Ende nur das Netto raus. Das Netto ist also in dem Fall 1.900 Euro. Und dann kommen ja noch die Mehrwertsteuer, die verschiedenen Verbrauchsteuer, Mineralölsteuer und so weiter, kommt ja dann noch dazu. Das ist also ein Durchschnittsverbrauch dann angenommen, der verdient am Ende netto 1.163 Euro. Das sind nur noch 29%. Das heißt, Sie bekommen nur 30% von dem, was Ihnen, ja, und das ist ganz wichtig, das muss man auch begreifen, auch bei der Diskussion mit Reichensteuer und so weiter. Ja. Kommt später noch drauf, dass in Wirklichkeit wir alle diese Steuern zahlen. Aber für jetzt, der Unternehmer zahlt Ihnen diese 3.962 Euro nur aus einem Grund, weil er mit Ihnen mehr Geld als das erwirtschaftet. Ja? Sonst würde er Ihnen das nicht zahlen. Das heißt, wenn ich jetzt einen Mindestlohn, das ist immer diese Mindestlohndiskussion, wenn ich einen Mindestlohn ansetze, der höher ist als das, dann stellt er den nicht ein. Sie können die Realität nicht ändern. Ein Mindestlohn ändert nichts an der Realität. Ja? Sie können Mindestlohn machen, aber dann wird die Arbeit wegfallen. Das ist auch ganz logisch. Und wenn der Mindestlohn zu niedrig ist, wie wir argumentieren dann, ja, so hoch ist der Mindestlohn ja gar nicht, ja, der Durchschnittslohn ist eh höher, ja, dann brauche ich aber auch keinen Mindestlohn. Ja? Also wenn der niedriger ist als das. Also völliger Unsinn. So. Sie bekommen also dieses Geld, egal was Sie bekommen, das Brutto, weil Sie eine Leistung bringen, die ist genau so viel wert ist. Ja, kann man lange darüber philosophieren, was ist wert. Ja? Ich persönlich würde den Wert eines Menschen in gerade Lüsten Geld messen. Und genau das machen aber Sozialisten. Das ist vielleicht auch noch ein interessanter Gedanke. Ja? Die Sozialisten sagen immer, ja, ich kann ja den Wert eines Menschen in Geld messen. Da stimme ich zu, aber genau die Sozialisten machen das ja. Und sie sagen ja zum Beispiel, warum verdient der Arzt mehr als der Fließbandarbeiter? Das ist doch unfair. Deswegen in der DDR haben wir ungefähr gleiche Verdienste. Dann sagt aber doch der Kommunist oder Sozialist, er misst den Wert eines Menschen in Geld. Weil ich, wenn ich jetzt dem Arzt begegne und dem Fließbandarbeiter begegne, bei meiner Entscheidung, mit wem ich befreundet bin, entscheide ich das nicht nach seinem Gehalt, sondern ob er mir sympathisch ist. Wenn der Arzt ein Arschloch ist, dann befreunde ich mich mit dem Fließbandarbeiter. Ich messe also den Wert dieses Menschen nicht in Geld. Also kann ich doch nicht behaupten, dass nur weil der eine mehr verdient, er dann mehr wert ist. Das ist aber genau das, was die Sozialisten behaupten. Sondern der Arzt verdient deswegen, also in der freien Marktwirtschaft, bei uns natürlich nicht, verdient deswegen mehr, weil er eine Leistung bringt, die den Menschen halt mehr wert ist. Es ist natürlich den Leuten mehr wert, dass sie in einer Operation gerettet werden, als ob die Schraube beim Videorekorder richtig angeschossen ist. Das ist nun mal so. Und da muss man dazu sagen, dass der Arzt ja auch studiert hat und so weiter. Wie ist unser System? Also der Haupttrick eines Sozialisten ist, also soweit, glaube ich, ist es ja verstanden worden, was der Sozialist will. Die Sozialisten haben keine Argumente, also ihr System ist ja auch gescheitert. Das Einzige, was ein Sozialist macht, ist, er definiert Begriffe um. Und bei uns ist dieser Begriff, der einfach ins Gegenteil verkehrt worden ist, ist der Begriff sozial. Also die SPD hat das im Namen und behauptet, sie wäre sozial.
Was ist denn sozial? Oder fangen wir noch bei einem einfachen Begriff an. Solidarität. Solidarität kann doch nur heißen, dass ich mich einem anderen gegenüber solidarisch verhalte. Das heißt, dass ich zum Beispiel spende für die dritte Welt oder dass ich einen Armen, einen Bettler sehe und ihm Geld gebe. Das ist Solidarität. Wenn ich aber jemanden zwinge, Geld abzugeben, ja, dann ist er ja gerade nicht solidarisch. Und das nennen die Solidarprinzip. Das ist aber das Diebstahlsprinzip. Ja? Ich nehme jemandem Geld ab und sage, ja, du musst solidarisch sein. Das entscheide ich schon selber, ob ich solidarisch bin oder nicht. Ja? Und in Wirklichkeit sind die meisten Menschen, das ist ja das Schöne, und das ist dieser Trick, mit dem die Sozialisten arbeiten, die meisten Menschen sind sozial. Menschen sind soziale Wesen. Ja? Wenn sie, natürlich streitet man auch manchmal mit Nachbarn, in der Regel hilft man ihm aber. Ja? Innerhalb der Familie funktioniert das unentgeltlich, hilft man aus, ja? wenn der ein Haus baut oder sonst was. Die Menschen sind automatisch ein soziales Wesen, und das Schöne an der Marktwirtschaft ist, dass das belohnt wird, wenn Menschen zusammenarbeiten. Die meisten Leute denken, die Marktwirtschaft wäre irgendwie böse, weil es da Wettbewerb gibt. In Wirklichkeit basiert die Marktwirtschaft nur darauf, dass es einen freiwilligen Vertrag zwischen zwei Menschen gibt. Ja? Jetzt bin ich von der sozialen Frage weggekommen, da komme ich gleich nochmal auf. So, was ist sozial? Und anhand des Arztes kann man das sehr gut illustrieren und des Fließbandarbeiters. Jetzt nehmen wir mal an, unser Fließbandarbeiter hat keine Kinder und ist Single. Das heißt, den hat es voll erwischt, ja, weil der muss die volle Steuerlast tragen, kriegt kein Kindergeld und so weiter. In unserem System, angeblich sozial, achso, und Bildung muss natürlich kostenlos sein, ist wahrscheinlich auch, denken hier auch die meisten noch, ja, bis zum Ende meines Vortrags. Bildung muss kostenlos sein. Natürlich ist Bildung nicht kostenlos, irgendjemand zahlt sie. Und in unserem System zahlt der Fließbandarbeiter, der kein Kind hat, mit steilen Steuern dem Arzt, der ein hohes Einkommen hat, sein Studium. Aus seinen Steuern wird sein Studium bezahlt. Was soll daran sozial sein? Ein Fließbandarbeiter dem Arztsohn das Studium bezahlt. Was wäre gerecht? Da passt der Begriff mal. Gerecht wäre doch, dass derjenige das bezahlt, der später das höhere Einkommen hat. Nämlich der Arzt. Jetzt hat der natürlich das in dem Moment noch nicht, wo er studiert. Dann würde sich in einem freien Bildungswesen ein ganz einfaches System entwickeln. Die Universität sagt, pass auf, zahl mir das später. Also entweder er kriegt einen Kredit, man macht das über eine Bank, aber die Universität als privates Unternehmen ist ja interessiert daran, Studenten zu bekommen. Das ist ihr Geschäft. Als Nebeneffekt würden übrigens die Studenten dann nicht als Bittsteller behandelt, sondern als Kunden. Ja? Dann würden die, wie es manchmal jetzt schon passiert, würden die Studenten ihre Professoren beurteilen. Die würden sagen, Moment mal, du machst hier einen schlechten Vortrag nur mit Flipchart, ja, statt mit Video. Oder ständig geben Sie schlechte Erklärungen ab und so weiter. Also der Arzt oder der angehende Arzt wäre der Kunde und er kann verlangen, dass er einen guten Unterricht bekommt. Was nicht heißt, dass er dem automatisch gute Noten gibt. Das könnte man sagen, ja, die geben dann, wie es heute übrigens an Privatschulen ist, aber das hat ja einen Grund durch die staatliche Konkurrenz, der schenkt mir dann die Noten. Das kann die Universität gar nicht. Weil wenn sich herausstellen würde in der Wirtschaft, dass eine Universität ihre Noten einfach verschenkt, dann würden die von dieser Universität einfach keine Leute mehr annehmen. Was sind die hervorragendsten Universitäten in der Welt? Das ist Harvard und Oxford. Das sind private Universitäten, die haben diesen Ruf, weil sie natürlich, die machen so ein Gemisch und das würde sich in Deutschland auch etablieren. Die nehmen Leute rein, die Stipendien kriegen, die besonders begabt sind. Und dann nehmen sie Leute rein wie George W. Bush, die noch nicht mal lesen und schreiben können vermutlich, aber einen reichen Vater haben. Aber die Idee ist gar nicht schlecht, weil dann sitzt nämlich der brillante junge Student, wahrscheinlich noch mit was weiß ich, Mexikaner oder sonst was, über irgendeine Quote rein. Und wenn er intelligent genug ist, sagt der George Bush zu ihm, pass auf, ich habe das Geld. Ja, du kriegst das Geld von mir und du setzt die Idee um. So würde es bei einem privaten System funktionieren. Aber wir brauchen auch nicht neben George Bush sitzen, will ja auch keiner von uns. Sondern es reicht, dass die Universität weiß, ich bilde den Arzt gut aus, er zahlt mir später das Geld zurück. Und dann wird auch klar, warum es unfair ist, den Arzt, der später mehr Geld verdient, überproportional mit Abgaben zu belasten. Wir haben ja ein progressives Steuersystem, ein absoluter Irrsinn. Also, es gibt ja viele Leute, unter denen wahrscheinlich unsere Politiker, die Prozentrechnung nicht beherrschen. Wenn ich einen festen Prozentsatz habe von 20%, dann heißt es, dass wenn jemand mehr verdient, der genau in dem Maße auch mehr Abgaben zahlt. Warum muss ich noch eine progressive Steigerung reinmachen? Bei uns ist es so, dass mit dem Einkommen auch noch der Prozentsatz ansteigt und das Geld abgeschöpft wird. Die meisten von uns haben, oder von uns nicht, aber die meisten Menschen haben da nichts dagegen, weil ihnen erzählt wird, das zahlen ja nur die Reichen da oben.
Stimmt natürlich nicht. Inzwischen, früher war es so, dass diesen Spitzensteuersatz, ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, kann man aber nachschlagen, irgendwie 1-2% der Leute gezahlt haben, inzwischen zahlen sie irgendwie 30%. Ja. Bei uns ist es so, dass 25%, die obersten 25% zahlen 80% der gesamten Steuereinnahmen. Ja. Und die unteren gar nichts. So, und das wird dann begründet, ja, weil der hat ja auch mehr Geld. Nur, in unserem System hätte ja dieser Arzt auch länger studiert, der hätte ja sein eigenes Studium bezahlt. Er verdient deswegen mehr, weil er sich entschieden hat zu studieren. Und das hat ihm eben dann nicht der Fließbandarbeiter gezahlt, sondern er selbst. Und wenn er selbst für diese Ausbildung bezahlt, hat er auch ein Recht darauf, später mehr zu verdienen, neben der Arbeit, die er da reingesteckt hat. So. Jetzt kommen wir aber dann zu der Frage, was ist denn mit denen, die eben nicht in der Lage sind, Leute zu operieren, ja, wie ich. Und nicht die Fähigkeiten haben. Ja. Es ist doch logisch, dass natürlich in einer Wirtschaft diejenigen, die geistig arbeiten, eher mehr verdienen, wobei inzwischen das andersrum ist. Also Handwerker zum Beispiel werden sehr, sehr gut bezahlt, brutto. Es bleibt nur nichts übrig am Ende. Ja. Es gibt eine ganz lustige Berechnung, dass ein Arzt an einer Klinik muss länger dafür arbeiten, um einen Handwerker, also wenn er einen Handwerker eine Stunde für sich arbeiten lässt, muss er länger als eine Stunde arbeiten als Arzt. Also ein völliger Irrsinn. Das heißt, die Handwerker, die relativ gut brutto verdienen, wenn das Ganze netto weg wäre, würden die Handwerker zu den Bestverdienern gehören. Ja? Nur es wird eben immer alles abgezogen. Und dazu kommt, dass auch der Arzt, dem wird das auch abgezogen, der hat also auch weniger Geld, den Handwerker zu bezahlen. Also wenn die Abgaben weg wären, hätte der Handwerker mehr übrig und der Arzt hätte auch mehr übrig, um seine Leistung zu bezahlen. So wird doch eine echte Marktwirtschaft profitieren, das ist auch statistisch nachweisbar, aber Statistiken kann ja jeder fälschen, wie er will, aber es ist auch logisch, werden vor allem die unteren Schichten angehoben, also diejenigen, die eben nicht diese großen Fähigkeiten haben. Das liegt daran, dass sie eben von diesem allgemeinen Fortschritt profitieren und diejenigen, die geistig arbeiten, dann auch mehr Geld übrig haben, die zu bezahlen, also zum Beispiel die Putzfrau. Ja? Also es gibt mal die Frage, das ist auch eine ganz gute Antwort darauf, kann uns die Arbeit ausgehen? Sie müssen sich einfach nur mal überlegen, was würden Sie alles von anderen Menschen erledigen lassen, wenn es umsonst wäre? Also mir fiele da eine ganze Menge ein. Also Putzen sowieso, ja? Gartenarbeiten, ich würde praktisch alles außer Schreiben und ja, doch Vorträge halten würde ich auch noch an den anderen vergeben. Ja? Also, es kann die Arbeit gar nicht ausgehen. Wir haben genug Dinge, die man anderen Menschen übertragen würde. Und wenn ich das Geld dazu hätte, würde ich es natürlich auch machen. Das heißt, dadurch, dass insgesamt in dem System mehr Geld verdient wird, geht es gerade an die Ärmsten. Und der größte Trick, die Ärmsten zu enteignen, dazu komme ich jetzt, das ist unser Geldsystem. Da muss ich jetzt mal, so, jetzt habe ich da keinen. Also die entscheidende Größe, um die Menschen auszubeuten, ist unser Papiergeldsystem. Da weiß ich gar nicht, welche Frage ich dazu stellen soll. Ist jedem klar, wie unser Geldsystem funktioniert? Oder wem ist es nicht klar? Das ist eine blöde Frage, weil niemand weiß ja, ob es ihm klar ist. Also ich erkläre es erst. Also den meisten ist es normalerweise nicht klar, wie unser Geldsystem funktioniert. Aber wahrscheinlich haben hier auch viele von dem Bernd Senft den Vortrag gehört, der zu 90% recht hat und an der entscheidenden Stelle sich leider irrt. Er glaubt nämlich, der Zins ist schuld, er ist es nicht. Aber da können wir später lange drüber diskutieren, was Freigeldanhänger hier sind. Das dauert dann 3 Stunden. So, wie ist es bei uns? Wir haben einen Anleger oder einen Kunden, also der zur Bank geht. Wir haben einen Unternehmer und wir haben einen Lieferanten des Unternehmers. Wenn in unserem System dieser Anleger 100 Euro zur Bank bringt, muss die Bank davon 10% an die Zentralbank abgeben, also 10 Euro. Zentralbank, 10 Euro. Und 90 Euro kann er weiterverleihen, zum Beispiel an einen Unternehmer. Dieser Unternehmer benutzt das Geld, um beim Lieferanten einzukaufen. Er will meinetwegen, sagen wir mal, Stahl einkaufen, das ist ein Autohersteller. Ja? Der gibt ihm diese 90 Euro. Die hat der auf seinem Konto. Das Problem an diesem System ist jetzt, wenn der Unternehmer pleite geht, würde der normalerweise diese 90 Euro nicht zurückkommen, ja?
Aber diese 90 Euro, die er dem gezahlt hat, sind beim Lieferanten. Ja? Er hat die ihm gezahlt, hat Stahl eingekauft, hat aber konnte seine Autos nicht verkaufen. In unserem System hat aber der Anleger, der hat ja einfach nur Geld zur Bank gebracht, eine Sichteinlage, ja? Hat immer noch Anrecht auf diese 100 Euro. Die hat zur Bank, wenn Sie Geld zur Bank bringen, haben Sie auch Anrecht darauf, die 100 Euro wieder abzuheben. Weil Sie wissen gar nichts davon, dass 90 Euro weitergeht. Die meisten wissen es gar nicht, dass das einfach weiter verliehen wird. Das heißt, obwohl keine nützlichen Waren produziert wurden, also keine Autos, die verkaufbar sind, haben wir plötzlich die doppelte Geldmenge im System. 190 Euro. Ist das jedem klar? Dass obwohl gar nichts produziert wurde, plötzlich habe ich 190 Euro. Wenn der Anleger 100 Euro an die... Gibt er die an die Bank oder direkt an den Unternehmen? Nein, er zahlt sie nur auf sein Konto ein. Aha. Es ist kein echter Kredit. Okay, er gibt sie also an die Bank. Genau. Die Bank muss insgesamt 10% von diesen 100 an Eigenkapital, an Mindestreserve, genau, verlegen. Das heißt, die Bank hat die Möglichkeit, aus den 100 einen Kredit von 1000 Genau, das kommt noch, das erkläre ich gleich. Das ist sogar noch mehr, richtig, das erkläre ich gleich. Ja. Okay, also, es ist noch schlimmer, es ist noch schlimmer. Wir vom gleichen System reden. Ja, das erkläre ich aber gleich. Ja. Ich will nur, ich habe das ist diese Geldschöpfung, die ich gleich erkläre. Ja. In Wirklichkeit verzehnfacht sich das Geld. Ich habe nur dieses, an dem einen Beispiel erklärt, dass es schon bei einem schief gehen kann. Ja. Also es ist, wie gesagt, er hat nur eine Sichteinlage reingetan, deswegen war die Zwischenfrage wichtig. Und am Ende sind 190 im System. In Wirklichkeit, das stimmt, und dann machen wir diesen Ausflug. Wenn der diese 90 Euro zur Bank kriegt, dann kann der wieder, gibt der wieder die Bank 10% ab und der kann wieder 90, also 81 Euro verleihen. Ja? Und am Ende dieses Prozesses hat sich dann verzehnfacht, beziehungsweise, da sind Sie schon ganz tief drin, die Bank kann sofort 1000 verleihen. Ja? Aber das ist jetzt die ganz hohe Schule. Ja? Also ich dachte das vorher nicht, ich habe das erst fürs Buch recherchiert. Ja? Es ist unglaublich, es ist tatsächlich so, wenn Sie die 100 Euro zur Bank kriegen, dann verwendet die Bank das als Mindestreserve, also es ist richtig dreist, und kann einfach 1000 Euro draufsetzen, also 900 Euro direkt draufpacken. Ich konnte das nicht glauben. Ich habe selber bei einer Bank gearbeitet und es wird Ihnen nicht beigebracht. Ich habe BWL studiert, das wird Ihnen nicht beigebracht. Auch die meisten Banker, Bankberater wissen es. Ich habe es meiner Bankberaterin erzählt, die hat es nicht geglaubt, hat aber gleich mein Buch gekauft. Ja. Ich erinnere mich gerade daran, ich habe vergessen, es zu unterschreiben. Was muss ich jetzt machen? Es ist tatsächlich so, wenn Sie zur Bank gehen und einen Kredit beantragen, dann dachte ich früher, oder jeder denkt, dass wahrscheinlich die Bank besorgt sich das Geld irgendwo. Das stimmt gar nicht. Die bucht einfach Sichteinlagen, also Ihr Konto, wo Sie es draufkriegen, an Kreditkonto. Die schafft das Geld tatsächlich aus dem Nichts. Sie haben, und das Genial, also das teuflisch Geniale dabei ist, also nochmal, die bucht einfach Sichteinlage an Kreditkonto, Sie haben, das sehen Sie selber an Ihrem Konto, Sie haben ein Kreditkonto dann und die Sichteinlage, wo das Geld eingegangen ist. Dadurch ist die Bilanz bei der Bank ausgeglichen. Weil die Sichteinlage wird bei der Bank in der Bilanz auf der Passivseite verbucht, als Verbindlichkeit. Und die Aktivseite ist eine Forderung an Sie. Das heißt, in der Bilanz sehen Sie das nicht. Ja, sie sehen nur, dass sie ausgeglichen ist. Deswegen weiß das auch keiner. Ich habe sogar, jetzt fällt es mir ein, ich habe sogar meine Facharbeit über Bankbilanzen geschrieben. Also, da muss ich schon, da sehen Sie meine Jugend. Ja. War schon komisch, wenn man sich das aussucht als Thema. Und damals habe ich verglichen eben Bankbilanzen mit anderen Bilanzen. Und da bin ich auch auf das Thema nicht gestoßen. Das heißt, es wird tatsächlich aus dem Nichts erzeugt. Das teuflisch Geniale bei dem System ist aber, dass Sie ja gar keinen Kredit bekommen, wenn Sie nicht irgendwas verpfänden. Im Zweifel Ihr Eigentum, also auf jeden Fall Ihr Eigentum, aber vor allem Ihre Arbeitskraft, meistens eine Immobilie. Im Prinzip ist es so, als wenn Sie zu Ihrem Freund gehen und sagen, leih mir mal Geld, und der Freund sagt, er hat gar keins, er schreibt Ihnen aber einen Zettel ein, drauf, 100 Euro. Und mit dem Zettel gehen Sie hin und kaufen irgendwo ein. Genau so ist es, weil dieses Geld überhaupt nicht existiert. Aber Sie verpfänden dafür Ihr Eigentum. Das heißt, wenn Sie das Geld nicht zurückzahlen können, was aus dem Nichts erzeugt wurde, kriegt die Bank Ihre Immobilie. Ja? Jetzt wundern sich viele Leute noch, oder sagen wir mal, Börsianer, die sich auskennen, sagen ja, warum Banken dann nicht viel mehr Geld verdienen? Weil Banken schneiden nicht besser ab in der Aktienperformance. Weil wenn man das System durchschaut, bräuchte man sie ja nur Bankaktien kaufen. Ja? Es reicht aber nicht, weil... Trick Nummer zwei, die ziehen sich dieses Geld über die Gehälter raus und über die Boni und über die Hedgefonds. Lösung ist übrigens nicht, die Hedgefonds zu verbieten, aber es ist eine andere Diskussion, sondern die Lösung ist, dieses Geldsystem abzuschaffen. Das heißt, in vielen Banken, bei der Deutschen Bank zum Beispiel, also ich will jetzt nicht keine genauen Zahlen nennen, aber in vielen Banken ist es so, dass die Hälfte des Gewinns schon direkt an die Manager
rausfließt. Das heißt, wenn die Hälfte des Gewinns an die Manager gegeben wird, würde eigentlich, wenn es beim Anleger bliebe, würden diese Aktien doppelt so gut abschneiden. Ja? Also die ziehen sich das Geld auf eine, sagen wir mal, die hinterlistige Art und Weise heraus. Ja? Und das geht, liegt an der Aktiengesetzgebung und so weiter. Ja? Das ist auch in einem freien Markt wesentlich schwierig. Können wir diese ganzen Fragen, gerade wenn sie so sind, nachher beantworten? Ne? Also wir machen nachher eine ganz lange Diskussion. Ne? So. Und jetzt kommen wir waren ja bei der sozialen Frage, ja. Dieses System, wenn ich mehr, um es ganz einfach auszudrücken, wenn ich mehr Geld drucke als Waren, kommt es zu Inflation. Wir sehen ja, ich kann hier bis zum Zehnfachen drucken. Wenn ich mehr, das ist ein ganz einfaches ökonomisches Gesetz, ja, ich drucke mehr Geld, als ich Waren habe. Deswegen, normalerweise frage ich auch gern, was glauben die Leute, warum es Inflation gibt. Ich habe das für mein Buch gemacht. Die meisten Leute glauben, es gibt Inflation, oder früher, jetzt sind ja viele schon mehr informiert, ja, weil die Unternehmer einfach die Preise erhöhen. Ja? Und manche sagen dann noch, ja, weil die Gewerkschaften mehr Löhne verlangen. Ja? Dadurch wird es natürlich teurer. Die Frage ist ja aber, warum machen die das? Ja? Der Grund ist, wenn ich mehr Geld als Waren produziere, verliert das Geld an Wert gegenüber den Waren. Dadurch wird alles teurer. Und nicht, weil da irgendeiner aus DAFG Preise erhöht. Im Gegenteil, ist auch ja völlig logisch, in einer Marktwirtschaft müssen die Preise sinken. Einmal durch den Wettbewerb, jeder versucht so günstig wie möglich anzubieten. Und zweitens durch diesen technischen Fortschritt. Und da kommen wir zum nächsten, oder ist es schon? Ach nee, ich habe ja. Oh, Quatsch. Ja, genau. Es ist nahezu unglaublich, wie viel Geld dort abgezogen wird. Es ist ein bisschen, die Rechnung ist nicht einfach zu verstehen, oder sie ist eigentlich sehr einfach, aber man muss wirklich da bitte dann nachfragen, wenn die Rechnung nicht klar ist. Dieser technische Fortschritt ist zu messen in der Produktivität. Ja, also wenn ich mehr produzieren kann mit weniger Mitteleinsatz. Die Produktivität in den letzten 15 Jahren in der Industrie ist um etwa 3% gestiegen. Und das ist auch ein langfristiger Durchschnitt. In der Anfangszeit der Bundesrepublik ist die Produktivität weit schneller noch gestiegen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben unser Papiergeldsystem 1948 installiert mit der Gründung der Bundesbank. Ja. Wenn wir jetzt annehmen, dass wir seitdem einen technischen Fortschritt hatten von einem Produktivitätszuwachs von 3% jährlich. Das bedeutet, ich muss, also rechnerisch geht es so, ich muss dann 1,03 mal 1,03 mal 1,03 nehmen und das 62 Mal. Ja? Also ich habe es für 2010 ausgerechnet. Das heißt, 1,03 hoch 62 bedeutet, dass Ihr Geld heute eigentlich das Sechsfache wert sein müsste. Ja? Sie müssten sich heute das Sechsfache leisten können wie 1948. In Wirklichkeit sind aber ja die Preise gestiegen, weiß jeder, brauche ich niemandem zu erzählen, weil die noch mehr als das Sechsfache an Geld gedruckt haben. Die D-Mark und zusammen mit dem Euro hat über 90% ihres Wertes verloren seit der Einführung. Alleine der Euro weiß auch jeder von uns, die haben uns ja immer erzählt, es gibt ja gar keine Inflation, jeder weiß und hier jedes Getränk, das was es jetzt in Euro kostet, das hat das früher in D-Mark gekostet. Es ist so, ja? Erinnert sich jeder dran. Und die erzählen uns, es wäre nicht so. Die Statistik ist dreist gefälscht, indem sie einfach die Produkte, die billiger werden, überbewerten. Zum Beispiel Computer. Aber einen Computer kauft man sich nur alle 3 Jahre. Ja? Aber das wird übergewichtet in diesem Warenkorb. Und die Waren des täglichen Bedarfs werden ständig teurer. Und das heißt, und da kann man es sehr schön sehen beim Euro, ich habe jetzt leider die Grafik nicht dabei, seit Einführung des Euro hat sich die Geldmenge des Euro verdoppelt. Ja, deswegen hat sich der Wert halbiert. Das ist völlig logisch. Ja? Das erzählen sie uns aber nicht. So, der einzige Grund, warum es die Inflation gibt, ist warum es das gibt, da komme ich gleich drauf, auf die Systematik. Und jetzt kommen wir zu der Rechnung von vorher. Was wäre denn, wenn wir sagen würden, also ich sage das nochmal, ja, wenn wir sagen würden, wir streichen die ganzen Steuern und Abgaben. Ja? Ob das überhaupt geht, dazu komme ich gleich. Dann würden sie... Erstens hätten Sie jetzt schon das Sechsfache übrig, ja, aus der Produktivitätssteigerung. Und dann hätten Sie ja nochmal das Dreifache, weil das ist das, was Sie verdienen würden. Das zahlt Ihnen der Arbeitgeber nach wie vor aus, denn, habe ich ja vorher erklärt, Sie sind ihm genauso viel wert. Das würde Ihnen auch danach zahlen, weil viele dann zurückfragen, ja, was ist, wenn er dann einfach seinen Lohn senkt? Das tut er natürlich nicht, er hat ihn ja vorher auch gezahlt. Es gibt ja auch einen Wettbewerb um Mitarbeiter. Zum Beispiel auch, vielleicht Vorweggriff auf die Mindestlohnfrage, ja. Wenn die Unternehmen hergehen könnten und die Löhne beliebig drücken, dann gäbe es ja nur 1-Euro-Jobs.
Nein, die müssen genau so viel zahlen, dass sie überhaupt Arbeitnehmer finden, die dafür arbeiten. Ja? Heute müssen Leute für 1 Euro arbeiten, ja? Weil du sonst kein Hartz IV kriegst. Das ist der Grund, aber ein normaler Unternehmer würde für 1 Euro ja gar keinen finden. So, er zahlt ihnen nach wie vor das aus und wenn sie das behalten könnten, hätten sie also das Dreifache. Und mit dem, was uns die Inflation gestohlen hat, hätten sie das 18-fache. Ja? Und das sind diese 2 Stunden, von denen ich spreche. Wenn Sie heute 40 Stunden arbeiten, Sie müssten, wenn wir dieses System nicht installiert hätten, eigentlich nur noch 2 Stunden arbeiten. Das klingt so unglaublich, aber die Zahlen sind unwiderlegbar. Ja, das ist ja keine Statistik, das ist Mathematik. Hat dazu noch jemand eine Frage, weil das oft die Leute das nicht glauben können, aber es ist ganz einfach, oder? So, und das Frappierende daran ist, dass Ihnen das niemand erklärt. Ja? Und, bitte? Genau, da kommen wir später drauf, wie viel die öffentlich leisten. Die müsste natürlich auf jeden Fall bezahlt werden und da komme ich später drauf, wie viel das wäre. Ja? Soll ich es schon verraten? Nee, ich verrate es noch nicht. Es ist sehr wenig. Ja? Das ist dann diese soziale Frage, die ist auch sehr wichtig. Ja? Und das, was ich hier erklärt habe, das passiert, oder dieses System, das passiert seit mehreren tausend Jahren. Immer wieder wurde dieses räuberische Zentralbankensystem. Achso, das ist das Nächste. Ach, das will ich auch noch erklären, das ist auch gut, ja. Ich habe jetzt mal ausgerechnet, wenn wir diese Steuern und Abgaben, ich habe es jetzt, ich wollte es ja nicht verraten, aber es reicht noch weniger. Wir sagen, eine Steuer von 10% reicht aus, um die Staatsausgaben zu erledigen. Ich erkläre es nachher genauer. Und wenn das reicht, hätte jemand mit einem Stundenlohn von 10 Euro so viel mehr übrig, dass er bei einem Produktivitätsfortschritt von 3%, haben wir angenommen, und einem Zinssatz von 5%, hätte er nach 30 Jahren 1,2 Millionen Euro. Das beantwortet sofort auch die Frage nach der gesetzlichen Rente. Jemand, der mit 10 Euro Stundenlohn, das ist nicht viel, also brutto, ja, der Bruttostundenlohn, hätte nach 30 Jahren eine Million Euro. Und jemand mit 5 Euro, das ist nun wirklich ein Mindestlohn, hätte 500.000 Euro auf der hohen Kante, zusätzlich. Ja, zusätzlich zu dem, was er ja sowieso schon vorher auch verdient hat und ausgegeben hat. So jemand fragt nicht nach der gesetzlichen Rente. Weil der hat eine Million. Und einer mit 30 Euro hätte natürlich, das ist unser Beispiel, ist mit 30, hätte natürlich das Dreifache, hätte 3 Millionen Euro. Und er kann sich eben von diesem Geld, das ihm da übrig bleibt, auch privat absichern. Das ist das, wozu wir später kommen. Also es ist natürlich klar, es gibt nichts umsonst. Also bestimmte Leistungen müssen dann auch bezahlt werden. Also wir könnten, das ist tatsächlich so, wir könnten alle reich sein. Es wurde uns gestohlen durch dieses System. Da war ich stehen geblieben. Wer uns das alles schon erzählt hat. Es gibt eine Schule, die uns das schon seit über 100 Jahren erklärt. Das ist die österreichische Schule der Nationalökonomie. Die Begründer sind Karl Menger, Ludwig von Mises, und später Friedrich August von Hayek. Das ist unser Schutzpatron sozusagen. Der hat sogar den Nobelpreis dafür bekommen. Ja? Einer von den wenigen, die ihn verdient haben, also in Wirtschaftswissenschaften, weil die anderen sind Voodoo-Ökonomen, aber das ist ein Insider-Gag. Ja? Also Keynes und so weiter, also die Ökonomen, nach denen wir leben, sind ja die behaupten, der Staat müsste einfach das Geld ausgeben und dann wird alles gut. Das ist so ungefähr wie, ich sage immer, wie Baron von Münchhausen, ja? der sagt, er kann sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Ja. Der Staat erzählt uns immer, ja, wenn die Leute nichts nachfragen, die Bösen, ja, weil sie sparen, dann gibt halt der Staat das Geld aus. Aber der fragt den Bürger ja nicht. Und später nimmt ihm das Geld aber wieder ab, nämlich mit Steuern und Zinsen, der verschuldet sich ja dafür. Der Staat hat 30, also das ist die Ökonomen, auf die wir hören. Also ich weiß ja nicht, was die Meinung jetzt im Saal ist, aber es heißt doch dann immer in der Krise, ja, der Staat muss da Geld ausgeben, der muss sich verschulden, der muss die Wirtschaft ankurbeln. Wenn Leute in der Krise sparen, dann tun sie das zu Recht, denn sie sehen, es kommt eine Krise auf sie zu und sie sparen ihr Geld. Und wenn dann der Staat sagt zu den Bürgern, Bürger, du bist zu dumm, du sparst jetzt, ich gebe das Geld für dich aus, dann ist das das ist sogar gegen die Menschenwürde. Ja? Wenn der Staat behauptet, ihr seid zu blöd, ihr wisst nicht, wann ihr sparen müsst. Natürlich wissen wir alle, wann wir sparen müssen. Der Staat weiß es leider nicht, wann er sparen muss. Es muss nächstes Thema, Verschuldung. Wie kann man Verschuldung vermeiden? Ganz einfach, indem ich nur das ausgebe, was ich einnehme. Das macht jeder Privathaushalt so. Ja? Inzwischen immer weniger, weil die Zinsen so künstlich niedrig gehalten werden. Aber der Staat kann das nicht. Wozu muss sich der Staat verschulden? Der schaut, wie viel Einnahmen hat und so viel gibt er aus. Es muss keine Staatsverschuldung geben. Gut,
Und das macht er eben und das kann er machen. Ach so, das ist ein wichtiger Aspekt in der ganzen Sache. Wer profitiert von diesem Geldsystem, habe ich schon gesagt, natürlich die Banken, aber, und das ist was, wenn ich einen Gewerkschafter mal überzeugen würde, dann wären es morgen, wären alle auf der Straße. Ja? Der Punkt ist, die Großkonzerne, also die als erstes dieses neue gedruckte Geld bekommen, ist der Staat, der legt Staatsanleihen auf, der kriegt das Geld als allererstes. Die Bank, die Zentralbank und die angeschlossenen Banken, das ist übrigens der Grund, warum Finanzzentren, die meisten Leute glauben ja, es ist auch zum Teil der Grund, ja, dass München einfach alles so teuer ist, weil es eine schöne Stadt ist. Aber einer der Gründe ist, dass hier auch ein Finanzzentrum ist. Hier ist Münchner Rück und Allianz und so weiter. Und vor allem Frankfurt, da ist es wirklich der Hauptgrund, das sind ja alle Banken. Die Banken bekommen das Geld zuerst und deren Mitarbeiter bekommen also zu Unrecht so ein hohes Gehalt. Ja, aber nicht, darf ich es nicht per Gesetz verbieten, sondern System. Und deswegen verdienen die Banker mehr und die geben mehr Geld aus im Umfeld, deswegen zahlen die auch den Friseur mehr, deswegen sind die Gehälter und Mieten in Finanzzentren teurer. Deswegen ist es in New York so teuer, deswegen ist es in Zürich alles so teuer, weil die Banken zu den Erstempfängern des Geldes gehören, das hat Hayek auch herausgearbeitet, dieser Nobelpreisträger, und die Großkonzerne, die bekommen staatliche Gelder, die bekommen es über Anleihen. Der Mittelstand kriegt es auch, aber der hat nicht so die Marktmacht, die Preise sofort zu erhöhen. Das ist nämlich genau das, was passiert. Die Unternehmen stört dieses System leider nicht. Ja? Die wird es erst stören, wenn alles zusammenbricht. Deswegen haben wir auch leider noch wenig Unterstützung von Unternehmern, aber das kennen uns ja auch viele noch nicht. Der Unternehmer erhöht zuerst die Preise und dann die Gehälter. Das wissen wir ja. Die Gewerkschaften kommen immer her und sagen, ja, die Inflation war so und so hoch, wir wollen jetzt die Gehälter erhöht haben. Aber die Gehälter werden erst später erhöht. Erst erhöhen die ihre Preise. Das heißt, die Großkonzerne und die Banken profitieren von diesem System. Diese 90% Wertverlust, die wir gesehen haben bei der D-Mark und dem Euro, die müssen ja irgendwo hin, ja, im System. Und die wandern nach oben zu den Konzernen und zu den Banken. Und das absolut Kuriose bis Groteske ist, dass die Gewerkschaften müssten dann sagen, ja, das geht ja gar nicht, ja, so machen wir es nicht. Weil da werden die Ärmsten, also der Schlimmste in dem ganzen Spiel, der Dümmste und Schlimmste Betroffene ist der Gehaltsempfänger. Der kriegt ein festes Gehalt, das erst später angepasst wird und kriegt als Letzter das Geld. Und Rentner kriegen das Geld auch sehr spät, ja, also, weil sie ja immer einen festen Betrag bekommen, je nachdem. Und die Politik entscheidet dann, ob sie das erhöhen wollen oder nicht. So, das heißt, der ärmste Idiot in dem ganzen Spiel ist der Angestellte. Und was machen die Gewerkschaften? Die gehen nicht auf die Straße gegen dieses Geldsystem, sondern fordern Mindestlöhne und fordern staatliche Eingriffe. Dieses ganze System, das habe ich noch nicht erklärt, funktioniert überhaupt nur, weil der Staat einer Institution das Monopol auf die Geldproduktion übertragen hat, nämlich der Zentralbank. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob die Zentralbank privat ist wie in den USA. Die ist in den USA nur privat, weil es in der Verfassung gar nicht vorgesehen ist. Die Europäische Zentralbank ist nicht privat. Alle Zentralbanken machen dasselbe, sie drucken Geld. Sie vermehren das Geld, weil jede Zentralbank ist ein Kartell der Großbank. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt, wie es in einer natürlichen Wirtschaftsordnung aussehen würde. Das können Sie nachschlagen. Ich habe... Das ist sogar bei Wikipedia, manche Sachen kann man auch, also unverdächtige Sachen kriegt man auch bei Wikipedia raus, kann man nachschlagen, das Gresham'sche Gesetz. Ja. Das hat eigentlich ein Philosoph schon vor hunderten von Jahren entwickelt, Nicolas von Oresme. Das besagt, wenn gutes Geld und schlechtes Geld im Umlauf ist, ja, also früher ging dieser Trick mit diesem Papiergeld, den ich gerade erklärt habe, der ging früher anders, da hat der Staat Münzgeld rausgegeben und hat immer weniger Gold in die Münzen getan. Ja. So kam es zur Inflation, davon ist schon in der Bibel die Rede. Dieser Kampf, von dem wir reden, also der Banker gegen die Bevölkerung, der ist tausende von Jahren alt und die Bibel spricht schon davon. Ja. Da ist dummerweise auch ein Zinsverbot drin, was keinen Sinn macht, ja, aber das wird auch oft missverstanden. Es gibt auch im Islam das Zinsverbot. Also seit mehreren tausend Jahren läuft dieses Spiel, aber früher, da gab es ja gar kein Papiergeld und kein Buchgeld, lief das, indem einfach immer weniger Geld in die Münzen getan wurde. Und dann tritt folgender logischer Effekt ein. Wenn der Staat vorschreibt, welches Geld man benutzen muss, nämlich das, wo er seinen Münzregelstempel drauf getan hat, und die Händler müssen das annehmen, dann gehen die Leute her, die Bürger, und bezahlen natürlich nur mit dem schlechten Geld. Und das gute Geld, was einen höheren Goldanteil hat, das behalten sie. Ja? Das heißt, das gute Geld wird komplett aus dem Kreislauf verdrängt. Und genauso ist es hier.
das schlechte Geld, das ja jeder annehmen muss, ist das gesetzliche Zahlungsmittel, der Euro. Damit zahlen die Leute und das Gold behalten sie natürlich. Ja? Das Gold wurde komplett verdrängt, weil eine gigantische Propagandamaschine gestartet wurde, um Gold zu verteufeln. Gold und Silber. Hier wissen es wahrscheinlich schon viele, aber auch ich noch in meiner Schulzeit und so weiter, habe mir gedacht, ja Gold, was ist denn Gold? Wirft keine Zinsen ab, das ist immer diese Propaganda dagegen. Weil früher war das Papiergeld wenigstens noch an Gold gebunden. Da geht das nicht mit dieser Geldschöpfung aus dem Nichts, weil es musste alles mit Gold hinterlegt sein. Also das schlechte Geld verdrängt das Gute. Und man kann das aber ganz klar, ganz einfach umdrehen, diesen Effekt. Wenn der Staat nicht vorschreibt, welche Münzen hergenommen werden müssen, was passiert? Die Händler nehmen nur die guten Münzen an, wo der gute Goldgehalt drin ist. Das heißt, wenn der Staat kein Monopol vergibt, und Monopole sind immer schlecht, und da kommen wir später drauf, es gibt keine privaten Monopole. Also ich werde das nachher ausführlichst erläutern, weil die Frage kommt mit Sicherheit. Es gibt nur staatliche Monopole. Wenn der Staat kein Monopol vergibt, dann können sich die Leute ja aussuchen, zu welcher Bank gehe ich. Und dann gehen sie natürlich nicht zu einer Bank, die Geld aus dem Nichts erzeugt, sondern sie werden zu einer Bank gehen, die sagt, okay, gib mir dein Gold, dafür kriegst du einen Verwahrschein. Ja? Automatisch. Das heißt, das Entscheidende um dieses Ganze, das ist die Zentralbanken, die Errichtung der Zentralbanken ist das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Ich kann das so sagen, weil auch alle Kriege nur finanzierbar waren mit diesem Papiergeldsystem. Das heißt, alle Opfer aller Kriege sind auch diesem System zuzurechnen. Deswegen ist es wirklich das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte und das wird uns nicht erzählt. Und die österreichische Schule der Nationalökonomie, Friedrich August von Hayek, sagt das, wird in keiner Schule gelehrt und wird in keiner staatlichen Universität gelernt. Das ist einer der Gründe, warum es so wichtig ist, private Bildung zu machen. Weil der Staat profitiert natürlich von diesem System, er kann seine Leute ausbeuten. An privaten Schulen würde das natürlich gelehrt. Vor über 100 Jahren hat Ludwig von Mises die Finanzkrise damals vorausgesagt, 1929. Und die Nachfolge von Friedrich August von Hayek, dazu gehört Roland Bader, war ein Schüler Hayeks, hat auch diese Finanzkrise vorausgesagt. Weil so die Systeme immer auf diese Art und Weise kollabieren. Und was sie uns jetzt erzählen werden, ich kann Ihnen das prophezeien, wir brauchen eine Weltwährung. Weil das Problem ist, diese ganzen unterschiedlichen Währungen, wir brauchen eine Weltwährung und die Zinsen sind auch noch böse, aber da kommen wir dann später drauf. So. Und jetzt die entscheidende Frage, die kam eben vorher, was sind Staatsaufgaben? Ja? Was meinen Sie, muss der Staat erledigen? Innere und äußere Sicherheit, könnten wir jetzt eigentlich schon aufhören, ja? Aber will jemand noch irgendwas erledigt haben vom Staat? Ja, er muss uns zum Wohlstand führen. So ja, richtig? Also muss nicht der Staat, sondern er muss es zulassen. Genau, er muss es zulassen, richtig? Noch irgendeine Frage noch? Straßen, genau. Stromnetz. Bitte? Straßen, Stromnetz, Überdorf. Genau, Straßen. Okay, wir machen jetzt Straßen. Strom braucht er natürlich nicht. Infrastruktur. So, jetzt sind wir... Genau, das war schon, das sind die Sachen, die immer kommen. Dann kommt nochmal soziale Sicherheit, aber das habe ich ja erklärt. Wenn Sie Millionär sind und jährlich 10.000 Euro übrig haben, können Sie sich natürlich selber absichern. Können wir nachher auch ausführlich darauf eingehen. Jetzt zeige ich Ihnen mal, was das Ganze kostet, was hier genannt wurde. Innere und äußere Sicherheit zusammen. Dazu gehört Verteidigung, Polizei, Justiz, Grenzschutz, Feuerwehr und so weiter. Viele... Ja genau, die Nachrichtendienste dienen aber nicht unserer Sicherheit. Er hat gesagt CIA, ja? Die dienen natürlich nicht unserer Sicherheit. Ja? Das ist der innere Feind sozusagen. Ja? Also ein paar wissen es wahrscheinlich schon, wenn sie mein Buch kennen. Von denen, die es nicht wissen, wie viel, glauben Sie, gibt der Staat dafür aus, jährlich vom Bruttosozialprodukt? Für innere und äußere Sicherheit? 10%? Okay. 30%. Also das... Okay, wir können abbrechen. Oft kommt 30%, 20%. Unglücklicherweise, ja, und ich weiß nicht, ob Sie mein Buch gelesen haben, stimmt das, was der erste Zuhörer gesagt hat? 3%. Das heißt, um unsere Sicherheit zu gewährleisten, unser Eigentum zu schützen, was eigentlich die einzige Aufgabe wäre, also mein Leben, du sollst nicht stehlen, 3% gibt er davon nur aus. Ist mit drin. Innere und äußere Sicherheit. 3%. Und genau das wäre auch ein fairer Steuersatz. Ja? 3%. Ja, da will ich Applaus. Ja, das ist auch noch ein anderes Thema. So, also 3% wären ein fairer Steuersatz. Da könnte man eine Art Mehrwertsteuer machen. Dann müsste der Satz ein bisschen höher sein, weil nicht alles gleich besteuert wird.
Wir werden das Programm auch der Partei der Vernunft etwas umgestalten. Wir werden in Zukunft drin haben, hoffentlich, wenn es der Parteitag so beschließt, kann ich ja nicht bestimmen. Der Zentralstaat, so ist es übrigens in der Schweiz, es geht also alles. Der Zentralstaat bekommt 5% Mehrwertsteuer, finanziert damit die hoheitlichen Aufgaben, innere und äußere Sicherheit. Und wir sagen dann, alles andere entscheiden die Bürger vor Ort. Das Schöne an unserem Modell ist, also ich bin ja der Meinung, andere Steuern und Abgaben sind nicht nötig, weil die soziale Sicherheit kann jeder für sich selbst ansparen. Auch für den Fall, dass er arbeitslos wird zum Beispiel. Ja. Und da bleibt eigentlich nichts übrig, aber in unserem Modell ist das Schöne, wir sind dafür, dass sich die Kommunen selbst verwalten oder auf Länderebene, die haben die Steuern- und Abgabenhoheit. Es kann also, wenn Sie in einer Gemeinde leben und Kommunist sind, können Sie auch Ihre Mitbürger überzeugen, dass ein kommunistisches System besser ist und Sie können es machen. Ja? Das Schöne ist, Sie können einfach wegziehen. Ja? Also ich zum Beispiel würde dann, wenn ich in einer kommunistischen Gemeinde eines Tages aufwachen würde, würde ich halt wegziehen. Ja? Und alle anderen in Wirklichkeit auch, ja, weil es nicht funktioniert. Aber in unserem Parteiprogramm ist es so drin, Steuern und Abgaben werden vor Ort entschieden. Das heißt, egal welches Geldmodell Sie im Kopf haben, auch Freigeld und so weiter, Sie können es ausprobieren. Entscheidend ist, dass niemand dazu gezwungen wird. Das kann eine Gemeinde dann natürlich, aber dann ziehen Sie einfach einen Häusel weiter. Also unsere Lösung, die Lösung der Partei der Vernunft ist, hoheitliche Aufgaben, 5% für den Bund, Rest wird vor Ort entschieden. Genau, dann können wir jetzt die Pause machen.